Tennis für alle bei den SCC Open. Egal ob Senioren, Aktive oder Kids, hier kommen alle zusammen. Man kann, sag ich mal, jede Altersklasse sich angucken. Die besten Leute aus Berlin und Deutschland sind ja hier. Und es ist immer ein schönes Event. Es macht auf jeden Fall Spaß, hierher zu kommen. Insgesamt über eine Woche wird auf dem Vereinsgelände des SCC gespielt. Beim Angie Kerber Academy Cup zeigen Nachwuchstalente der U10 und U12 ihr Können. Während sich bei den Mädchen U12 Valentina Lange im Finale gegen Sophia Scholz durchsetzen konnte, sind die Konkurrenzen der anderen Altersklassen noch voll im Gange. Dort steht aber mehr als nur der Siegeswille im Mittelpunkt. Mir hat am besten gefallen das Tennisspielen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Die Bewegung und hat die Punkte ausgegeben, ja. Und sich freuen für den Gegner, wenn er gewinnt. Freuen darf sich auch Sveva Mazzari von den Zehlendorfer Wespen. Im Endspiel der SCC Open besiegt sie Nadja Meier aus Potsdam mit 7:5 und 6:0. Bei den Herren kommt es zum Duell der Topgesetzten Benjamin Lucchisano aus Solingen gegen Patrick Fleischhauer vom TC Frohnau. Nummer 1 der Setzliste gegen Nummer 2. Zwei Sätze später steht dann der Turniersieger fest. Es ist Patrick Fleischhauer. Ja, ich habe, sage ich mal, ihn die ganze Zeit dominiert und darauf gehofft, dass ich einfach das Break mache und dass ich einfach meinen Aufschlag durchziehe. Und dann hat es ja zum Glück geklappt. Hier der Überblick über alle Siegerinnen und Sieger der Accentro SCC Open der Seniors, die in insgesamt 12 unterschiedlichen Altersklassen an den Start gegangen sind. Der Sieg bei den Herren 30 geht an Tim Bauer. Der Spieler des SV Reinickendorfs setzt sich gegen Andy Kühne von den NTC Kängurus mit 6:1 und 7:5 durch. Ja, es war schon ganz gut besetzt. Ich war selbst an 7 gesetzt. Also schon etwas überraschend, dass ich jetzt hinten raus dann gewinne. Aber ich habe jetzt auch von Runde zu Runde besser gespielt und dann lief das auch ganz gut. Also Tennis durch und durch beim SCC. Ausklingen lässt man den Abend mit einer Salsa-Party. Lange muss man nicht auf das nächste Turnier warten. Am 12. August startet die Kujic International Junior Trophy und dann geht's weiter mit ganz viel Tennis.